Wusstet ihr eigentlich, dass SpongeBob Schwammkopf ein psychopathischer Massenmörder ist? Ihr glaubt mir schon wieder nicht? Dann guckt euch das hier mal an. Wow, was macht man denn mit sowas? Damit fliege ich zum Mond, SpongeBob. Zum Mond? Darf ich auch mit? Nein, kommt nicht in Frage. Vor allem nicht nach deinem kleinen Missgeschick mit meinem Hubschrauber. Ich habe für euch nachgezählt und es sind 74 Grabsteine, für die SpongeBob Schwammkopf verantwortlich ist. Da ich aber nicht glaube, dass es ein Missgeschick war, habe ich mal nach dem Motiv gesucht und das hier gefunden. Sie sind ja noch quicklebendig. Wo waren Sie die ganze Zeit? Es war der nationale Ohne-SpongeBob-Tag. Der nationale Ohne-SpongeBob-Tag? Ja, einen ganzen Tag lang können wir dir mal aus dem Weg gehen. Einen Tag? Aber ihr wart doch wochenlang weg. ja, wir haben's ein bisschen ausgedehnt. Bitteschön, freut mich für euch. Zuerst haben wir ein riesiges, hölzernes Abbild von dir gebaut und es gleich wieder niedergebrannt. Dann haben wir auf der Asche getanzt bis zum Morgengrauen.